Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Und ja, hier habe ich ein bisschen was, das ist ein bisschen versteckt, und zwar von T-Rex Model habe ich hier verschiedene Halterungen für Werkzeuge, für deutsche Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, diese 3D gedruckten Zubehörteile erfreuen sich sehr großer Beliebtheit, unter anderem auch dessen oder darum, weil Hersteller das entweder nicht hinbekommen oder das halt zu aufwendig ist oder so, in Spritzguss das Ganze so herzustellen, dass es aussieht wie beim Original. So, ich habe hier verschiedene Artikel von der Nummer 134, die habe ich hier gerade gezeigt, bis 142 möchte ich euch mal die verschiedenen Möglichkeiten, die es so gibt, hier vorstellen. Ich angefangen vom Preis hier für 8,95, das ist die 35134. So, und das hört da Universal Clamps for WW2 German Panzer Typ 1. Also universal Werkzeughalterung für Panzerfahrzeuge. So, und was sich da jetzt genau hinter verbirgt, das gucken wir uns jetzt hier mal an. Und natürlich auch die Kosten und die Preisstruktur, das wollen wir uns mal im Einzelnen dann angucken. So, was wir hier bekommen, das können wir hier schon sehen. Und der gute Dino, so heißt sein englischer Name. Die Chinesen geben sich immer ganz gerne englische Namen, weil die Namen für uns Westler oder uns Langnasen doch relativ schwierig auszusprechen sind. Da haben wir hier, genau, da haben wir hier eine kleine Anleitung, wie das Ganze entfernt werden soll. Hier das grüne Tröpfchensymbol ist dann Sekundenkleber. Das kann man hier schön sehen, und da sind auch in Gelb, Blau, Grün und Rot die verschiedenen Werkzeughalterungen, Typen zu sehen, und da ist auch noch mal eine kleine Legende, zum Beispiel für der Bolzenschneider, hätte ich jetzt beinahe gesagt, hier unten, so dass man halte, da haben wir dann ein, das ist das Gelbe, das ist hier oben, das ist die breite Schnalle, die breite Aufnahme für den Hammer ist dann hier grün, das kann man hier schön sehen, das geht dahin, also so ist das dann alles erklärt. Bei den Universalhalterungen, also das ist eine allgemeine Erklärung, und bei den Universal, da sind halt ja so alle Sachen oder einige Sachen sind da halt berücksichtigt. Spezieller, ja, da habe ich gleich schon welche abgerissen, sehr schön, weil die sind nämlich wirklich nur ganz minimal und klein da drauf. Ich hoffe, dass das die Kamera hier schon reinkriegt. Und da kann man mal sehen, wie wirklich super filigran und fein das Ganze geartet ist. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Ich fürchte mal ein ganz bisschen den Finger an, damit das, ich nehme das hier mal weg, damit die Kamera sich auch ja nur auf dieses kleine Bauteil hier konzentrieren kann. So, schön wäre natürlich, wenn die Kamera das jetzt hier auch schön scharf schaltet. Nein, das macht sie natürlich nicht, der Lümmel. Ach, die Krux mit Detailaufnahmen, es ist immer das Gleiche. So, dann machen wir das halt so. Na, vor allem, weil es ist ja auch ein Gebüsch. Ja, aber die Kamera, ey, die irgendwie, es tut mir wirklich leid, ihr Lieben. Es wird nicht scharf. Können wir voll vergessen. Ist kein Dreck auf der Linse. Es ist ganz rangezoomt. Dann müssen wir halt damit leben. Hier zeige ich die hier einfach nochmal drumherum. Ganz feine, filigrane Bauteile sind das. Ein bisschen flexibel sind die schon, was auch ganz gut ist. Das ist noch mal ein bisschen andere Art von Resin. Das Problem ist natürlich, wenn diese Bauteile, wenn das zu unflexibel ist, dann ist das Problem, dass die Sachen brechen, dass das einfach bricht, weil das Resin gerade im 3D-Druck ist doch sehr spröde, und wenn man da jetzt einen Schaufelstiel oder so einklemmen möchte, dann ja, knickknack, und dann ist das Bauteil in zwei. So, das waren die Universalklemmen, das ist halt nur eine Variante. So, der Typ 2A sind auch wieder Universalklemmen, die sind vom Preis her das gleiche, ist auch die gleiche Größe. So, auch die holen wir mal raus. Da haben wir hier wieder die Anleitung. Die ist immer die gleiche. Wichtig ist da halt zu sehen. Und was auf der Anleitung auch nochmal gut zu sehen ist,
Guckt euch mal an, welches Werkzeug da benutzt wird. Genau hier, schön zu sehen, ein nach vorne spitz zulaufendes Markenwerkzeug. Das würde ich euch auch empfehlen. Sonst könnt ihr nämlich die Arbeit mit diesen feinfiligranen Sachen ganz einfach wirklich vergessen. Da geht es wirklich nach Präzision und vor allen Dingen auch nach Schärfe. Und das kriegen wir mit dem Riesenhobel von gewissen Firmen einfach nicht geregelt. So, hier ist nochmal eine andere Werkzeug. Art und Weise, hier kann man das auch noch mal sehen. So, gehen hier noch mal näher ran. So, und diese Werkzeuge, die wurden bei allen möglichen Fahrzeugen verwendet, egal ob das jetzt ein schwimmenden Kübelwagen, ob das jetzt der Jagdpanzer 38 Hetzer war oder was auch immer. Also diese Werkzeuge, diese Halterung, die sind tatsächlich immer und überall verwendet worden. Sind im Laufe der Jahre natürlich auf ihre Anforderungen auch angepasst worden, wie alle Sachen, wie man das in der Anleitung ja schön sehen kann. Auch bei den größeren Werkzeugen, egal ob wir da jetzt hier diese Drahtschere haben, Bolzenschneider, irgendwelche anderen Werkzeuge. Also da gibt es natürlich keine kein Vertun. So, jetzt habe ich unter der Nummer 35136 die Typ 2B. Also man sieht, das unterscheidet sich auch. Ich zeige das hier gerne nochmal in die Kamera, damit das dann auch ersichtlich ist, wo da die Unterschiede sind. Ich hole die auch nochmal raus. Interessant wird das dann gleich bei der nächsten Nummer, weil wir haben jetzt hier nur die geschlossenen gesehen. So, und die Werkzeuge, wie gesagt, um das da einzuführen, ist das ganz gut erklärt. Sollte man hinbekommen, das sollte kein Problem sein. So, und hier sind die noch mal ein bisschen größer von der Schnalle. Ist das, denke ich mal, ersichtlich, dass das hier ein wenig größer ist. Leider, wie gesagt, kriege ich die einzeln nicht drauf. Was ein bisschen sehr ärgerlich ist, weil er den Punkt leider nicht fixiert. Entweder ist das Halte der Finger zu groß oder der Wurstfinger geht nicht mehr drauf, warum auch immer. Finde ich ein bisschen doof und ich ärgere mich da schon gerade, dass die Technik da jetzt gerade Mucken und Murren macht. So, unter der Nummer 35137, da haben wir die Opened Clamps oder Opened Clamps das Ganze geöffnet. Ein wenig teurer, 11,95 sind wir da mit zu Hause, aber ich kann euch das wirklich sagen, das ist ein Zubehörteil, was man wirklich, es frisst ja kein Brot, das ist das Schöne, und eine Aufwertung sondersgleichen, wenn man gerade Tamiya ist ja so ein wunderschönes Paradebeispiel, da hat man immer so angespritzte Klötze, sieht richtig fürchterlich doof aus, wie ich das Ganze finde, weil das macht ja das schöne, feine, filigrane aus, wenn wir da so ein Modell haben. So, und dann sind diese Bauteile, die Werkzeuge, die sind da irgendwie so, ja, reingemacht. Und hier haben wir die einmal geschlossen und auch geöffnet. Das sind hier die Spezifikationen, die dafür sind. Da sind einmal verschiedene Größen, die wir dabei haben. Verschiedene Typen. So, und dann offen und geschlossen. Auch hier ist wieder eine Anleitung dabei, wie man das Ganze handhabt. Zu verarbeiten ist das Ganze oder zu kleben mit Sekundenkleber. Und da kann man auch sehen, warum das jetzt ein bisschen teurer ist von der Größe her. So hier 8,95 und da das Ganze 11,95. Der Aufwand, die Daten sind dann natürlich auch dementsprechend größer. So, und ihr habt da wirklich relativ lange was. Also für mindestens 4-5 Fahrzeuge sollte das Ganze reichen, weil so viele Werkzeuge sind ja nicht mit dabei. So, dann gibt es nochmal welche und zwar unter der Nummer 35138. Die sehen dann so aus. Nochmal zum Vergleich. Die 137, denke ich mal, da kann man das immer noch mal gut sehen, wo da denn die Unterschiede sind, was sich darunter verbirgt. Gleich groß, auch der gleiche Preis. So, wir gehen mal ein bisschen vorbei, weil dann haben wir hier 2B. So, und jetzt unter der Nummer 140, 141, 142 wird das Ganze noch mal ein bisschen größer. Da sind wir dann bei 12,95 € und was wir davon oder dafür bekommen, davon haben, das haben wir gleich hier. Und da sind auch nochmal Halterungen. Ich will aber jetzt so ein schönes großes Set haben. Die 100. Ja, da haben wir das große Set. Die 142. So, und da sind auch nochmal, wie gesagt, verschiedene Halterungen, dass man auch die Wahl hat. Die verschiedenen Werkzeuge dann. Boah, schon kaputt gegangen. Also, ihr müsst echt super aufpassen. Wie ihr seht,
kann man die sehr schön kaputt machen. Ich bin hier einmal schön gegengekommen, boah, gleich kaputt. Also scharfes Werkzeug, vorsichtig sein, weil die Sachen sind wirklich super fein und filigran. Und da habt ihr es gesehen, ich habe es extra mal gezeigt. Es geht wirklich ganz fürchterlich leicht kaputt. Was mache ich in diesem Fall? Ja, dann könnt ihr das wirklich, dieses kleine Bauteil wegschmeißen. Hier vorsichtig mit einem scharfen Skalpell das Ganze abschneiden oder mit einem scharfen Seitenschneider würde das Ganze auch gehen. Was ich noch beachten würde, ich würde da ein bisschen Spucke, kein Witz, ranmachen. Das hält das ganze Bauteil weg, weil durch diesen Druck vom Abschneiden kann das natürlich auch wegfliegen. Ihr sollt da nicht super dran rumsabbern. Ja, hört sich ein bisschen doof an, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Zuckerwasser da irgendwie reinmachen oder wie auch immer. Dann fliegt das Bauteil nämlich nicht ganz so weg. Das ist ein riesengroßes Problem, was es tatsächlich für Kleinteile im Maßstabsmodellbau gibt. Das lustige Pinzettenschießen, was eigentlich gar nicht so lustig ist, weil meistens findet man die Teile gar nicht mehr wieder oder spätestens wenn man mit dem Modell fertig ist. Das ist ein altbekanntes Problem. So, also wie gesagt, die Unterschiede sind hier schön zu sehen. Die Preisspanne bitte, ja, wird da von 8,95 bis 12,95 bedient. Ist wirklich nützliches Zubehör, was aber auch von der Filigran, von den Feinheiten echt wirklich vorsichtig bedient werden muss. Ihr habt das ja gerade gesehen. Eine unbedachte Bewegung, dann haben wir hier schon gleich ein bisschen Gebrösel. Ja, ich hoffe, man kann es hier vielleicht sehen. Das sind nämlich die abgebrochenen Teile. Wer jetzt ganz vorsichtig ist und mit Sekundenkleber ein bisschen eindippen kann, der kann das sicherlich wieder reparieren. Jetzt hier beim Vorstellen geht das leider nicht. Also das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Ich persönlich habe die auch, also die Sachen, die ich jetzt hier zum Beispiel lobpreise und anbiete, die verwende ich auch selber. Die wende ich auch selber an und deswegen erlaube ich mir da auch eine Meinung zuzuhaben. Und das ist wirklich, ich finde das eine schöne Aufwertung. Das gab es früher auch als Ad-Zeit, ich meine, das gibt es heute auch noch. Da ist das Problem, also bei Edo, die haben das ganz gut gelöst. Das ist nämlich ein Bauteil, was man dann hinbiegt und zusammen hat. Bei Voyager finde ich das nicht ganz so schön, IT-Modell, da muss man verschiedene kleine Ad-Zeile zusammenbauen. Man hat immer diesen kleinen Klebe. Vom Sekundenkleber ist halt doch immer ein bisschen, verschwindet nicht ganz, hält nicht so super und da ist das hier doch die lohne Alternative. Wo man, wie gesagt, ein bisschen aufpassen muss, die Werkzeuge, gerade Schaufelstiele, die sind ja, die haben ja so eine Verdickung oben, den Knauf, dass man da ein bisschen nachguckt, aber ansonsten sollte das kein Problem sein. Also zumindest hätte ich da kein Problem bis jetzt gehabt. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall nach Japan. Da kommt die Firma T-Rex Modell jetzt her. Die sind umgezogen, waren vorher in China beheimatet, wollten wohl mal einen Tapetenwechsel haben, das andere Essen dort genießen. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Würde mich gerne freuen, wenn ihr da den einen oder anderen Kommentar für uns übrig lässt. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist, was ihr davon haltet. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Christian von MBK.